20 und es nimmt jeden Monat zu. Aber wird das nicht ein bisschen lächerlich, wenn sich eine Frau um die 30 eine Zeitschrift mit dem Namen Lolita kauft? Nicht lächerlicher als ein hautenges Top oder super kurze Shorts. Außerdem wird das Gefühl oder das Gespür für Lächerlichkeit ein wenig ganz verschwinden und durch einen allumfassenden Jugendkult ersetzt werden. Ich habe immer davon geträumt, mal einen Science-Fiction-Roman zu verfilmen oder zu bearbeiten. Eine der Thesen, die in diesem Roman vorkommen, ist, dass das, was uns zum Menschen macht, auch das Unperfekte ist. Auch das ganze Leid, das ganze der Schmerz und all das, wenn es nicht richtig funktioniert. Und das ist im Prinzip auch, was wir jetzt hier mit unserer Animationsform machen. Das ist alles nicht schmerzhaft natürlich, aber es ist kein High-End 3D-Rendering, sondern es ist irgendwie, man sieht, es ist handgemacht, es ruckelt, man sieht direkt, wie es gemacht ist, es ist unsauber und genau das hat einen wahnsinnigen Charme und das ist im Prinzip das, was das Buch auch sagt. Du weißt doch, wäre das ein Hund oder ein Kaninchen, dann würde ich das Tor öffnen. Aber das Menschengeschlecht wird verschwinden, es muss verschwinden, damit die Worte der höchsten Schwester in Erfüllung gehen. Als Neomensch habe ich kein Mitleid und auch nicht das Gefühl, mit ihnen verwandt zu sein. Für mich sind es nur Affen. Also ich zeichne die Charaktere bei Die Möglichkeit einer Insel und die werden auf dem Grafiktablett gezeichnet in Photoshop. Und zwar, so sieht das dann ungefähr aus. Und ich lege die halt so an, dass man die ganzen Ebenen auseinanderziehen kann, dass dann hier die Gelenke befestigt werden, dass die halt so gedruckt werden können und danach dann ausgeschnitten und gebastelt. Und dann werden die auf den Platten befestigt, also die Hintergründe, die deute ich meistens nur an. Die Charaktere werden halt auf Pappe gebastelt, also wenn sie halt auf Folie gedruckt werden, würde man halt die Gelenke sehen und so sind es halt Scherenschnitte. Und die Hintergründe halt auf Folie, damit das Licht von unten durchstrahlt. Und es gibt halt auch Platten, da sind jetzt überhaupt keine Gelenke drauf, sondern es gibt ja an den Kameras so Zooms. Also das ist dann halt eher bei so Totalen oder so. Aber bei so einer Szene wird zum Beispiel einfach nur ein Zoom gemacht. Wir haben da hinten einen fahrbaren Dolly, da gibt es zwei von. Die erweitern sozusagen diesen Filmraum aus diesen Platten, diesen zweidimensionalen Raum um eine dreidimensionale Ebene. Einmal durch die Kameras, die wir auf so einen Tricktisch durchschleifen können und da nochmal was drüberlegen können. Aber halt auch als Bühnenraum. So, dass das Ganze insgesamt, für mich ist das Ganze eine Art Laborsituation, so ein Aufbau und auch so ein kleines Museum, so ein Weltmodell. Im Grunde so, dass sich der Filmraum halt auf der Bühne erweitert und damit mit dem Raum interagieren kann. Genau. Sowas soll halt immer für die Kamera schön aussehen und natürlich auch fürs Publikum. Da hinten haben wir zum Beispiel noch ein Stadtmodell, da gibt es eine längere Kamerafahrt vor. Das kann man sich so vorstellen, die Kamera fährt entlang, filmt sozusagen einen Hintergrund, das ist eine vorbeiziehende Fahrt. Das wird zu einem Projektor geschickt, der im Tricktisch eingebaut ist. Über dieses Bild drüber wird so eine Animationsplatte gelegt, nämlich mit jemandem, der im Auto sitzt, als Silhouette, der sich auch noch leicht bewegen kann. Das wird wieder von der Kamera aufgenommen und das ist dann das Endbild, das auf die große Leinwand geht. Also das hier ist das Haus von, beziehungsweise das Diorama vom Daniel 1. Das ist hier das Haus. Das ist, das Vorbild war so ein bisschen Chicago, so die Skyline. Da ging es halt darum, ja, so schnell wie möglich irgendwie so eine Art Stadt hinzukriegen, damit es auch auf der Leinwand funktioniert. Ne? Das ist halt nicht mit einem Haus oder so gemacht, sondern da braucht man schon eine kleine Serie für. Also im Prinzip, das hier ist der Tricktisch. Im Prinzip, die Hauptelemente ist eine Lichtquelle unten, eine hinterleuchtete Fläche hier, eine Rückprofolie und eine Kamera, die das Ganze aufnimmt. Und es funktioniert so, dass wir jede Szene auf einer Platte hier vorbereitet haben, die man hier anlegen kann. Wir haben das etwas vereinfacht, das Prinzip, mit solchen Anfassern. Und so kann man ein Bild animieren, eine Schnittszene animieren. Und als ein weiteres Element haben wir einen großen Tastschalter hier, mit dem ich mich auf die Leinwand schalten kann. Ich mach das mal. Genau, und diese Platten werden nach und nach durchgewechselt. Und so entsteht im Prinzip der Film.
dass zwischen diesen verschiedenen Platten, die gerade im Einsatz sind, hin und her gewechselt wird und gleichzeitig dabei der Text gesprochen und gespielt wird. Das meiste sind diese beweglichen Schattenrisse, aber wir haben auch sozusagen Special Effects, Wasser, das auf eine Scheibe kommt und von einem Scheibenwischer weggemacht wird, wo wir einfach echtes Wasser nehmen. Oder wir haben eine Splatter-Szene, die unglaublich traurig ist mit Hund und da wird dann rote Farbe drüber gespritzt als Splatter, wo auch Comic Relief. Also das Spiel mit den Platten ist in erster Linie eine große Koordinationsfrage. Also im Vergleich zu in Anführungszeichen herkömmlichen Inszenierungen, wo man als Schauspieler live spielt mit sich selber und seinem Körper, ist das schon eine große Herausforderung zu sehen, dass diese Platten, die im Verhältnis zur Projektion ja relativ klein sind, dass sehr behutsam mit denen umgegangen werden muss, dass jede Bewegung, die man darauf macht, im Kleinen wahnsinnig vergrößert wird und somit unwahrscheinlich heraussticht. Das heißt, es ist ein filigranerer Umgang vonnöten als im Live-Spiel. Und dazu kommt noch die Schwierigkeit, dass die Animationen nicht immer mit dem gesprochenen Wort, was man gleichzeitig hat, übereinstimmen. Das heißt, ich animiere etwas, was von einem anderen gesprochen wird, und ich selber spreche etwas, was ein anderer animiert. Und diese Trennung ist gar nicht so einfach und bedarf einiger Übung. Wir bauen die neue Botschaft Hand in Hand und Stein für Stein mit Säulen stark wie unser Glaube in unserer Liebe vereint. Wir bauen die neue Botschaft Hand in Hand und Stein für Stein für unsere Liebe.